manchmal traurig bist und deine Eltern nie vergisst. Ist dein Leben voll okay? Aramba, Aramba, Chule! Im Rollstuhl oder im Ballon fliegt deine Fantasie davon. Wie alle Mädchen dieser Welt tust du gern, was dir gefällt. Moment, nicht alle durcheinander. Wie war das noch? Ein Espresso, ein Cappuccino. Ja, der neue Krimi von Böckelbö steht bei den Taschenbüchern. Nein, dort hinten. Kann ich bezahlen, Frau Mischnick? Ich hatte einen kleinen schwarzen und ich nehme den 500-Seiten-Schmöker von Tratschmann auch noch. Das macht also 24,80. Haben Sie Milch? Und wo ist der Zucker? Natürlich. Nein, dort. Nein, nicht Sie. Ja, doch, Augenblickchen. Warten Sie, Frau Mischnick. Lassen Sie mich mal an die Kaffeemaschine. Herr Kortnick, Opikopi, Sie schickt der Himmel. Ich sollte schon längst das Mittagessen für Elea fertig haben. Die arme Tante Lissy. Seit ihre Nichte Elea sie auf die Idee gebracht hat, in Altenbergs schönster Buchhandlung, der vierten Welt, nicht nur Bücher, sondern auch Kaffee anzubieten, brummt der Laden. So sehr, dass die arme Lissy Mischnick nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht. Da kommt Opikopi, so nennt jeder den netten Otto Kopnick mit dem Pferdeschwanz, gerade im rechten Augenblick. Denn da vorne sehe ich schon Elea mit Ravi an ihrer Seite heranrollen. Und oben am Fenster drückt Tröstereule Ezechiel sich vor Sehnsucht die Nase platt. Ezechiel, ich bin zu Hause. Viva! Kuru, Kuru! Prinzessin Elea Iluanda ist daheim. Aramba, Chuli. Was heißt denn Kuru, Kuru? Das ist arambolisch für willkommen, Ravi. Wo steckt denn Tante Lissy? Bin schon da. Hier, hab uns ein paar Masala Dosas aus dem Taj Mahal geholt. Ich komme ja nicht mehr zum Kochen. Ja, praktisch, dass meine Eltern ein Restaurant haben, was? Und noch dazu so ein tolles. Ich mag schon gar nichts anderes mehr essen als Indisch. Oh, so ein paar leckere Buletten. Ich brauche einen Termin mit dem Versicherungsmenschen wegen der neuen Hausratversicherung. Zum Steuerberater muss ich noch. Zum Glück ist Opikopi für eine Stunde eingesprungen. Rafi, holst du bitte Saft aus dem Kühlschrank? Mhm. Puh, ist das scharf. Beeil dich mit der Limo, Ravi. Oh, die Masala Dosas haben es wirklich in sich. Danke. Arambolische Klauberklöße sind so hotter, hotter, dass die Woja verspribitzen muss. Aramachuli. Gib nicht so an, Ezechiel. Ja, Hot Indian Food ist natürlich nichts für feine Prinzessinnen-Gaumen. Ha, Unverschämtheit. Probier mal selber. Tante und Nichte läuft der Schweiß über die Stirn. Aber soll ja sehr gesund sein, scharfes Essen. Wieso ist Ravi eigentlich nicht zu Hause? Ach so, Elea und er wollten zusammen noch Mathe lernen. Deswegen zieht sich der blaue Tröster auch gelangweilt zum Mittagsschlaf in sein Versteck zurück. In eine tönerne Eule in Eleas Schlafzimmer. Tante Lissy macht ja so ein nachdenkliches Gesicht. Was hat sie denn? Ich sollte nächste Woche zur Buchmesse. Und warum fährst du nicht? Warum wohl? Ich kann dich doch nicht alleine lassen, Elea. Aber Tante Lissy, ich bin alt genug mit 13,5. Außerdem habe ich Ezechiel. Sehr beruhigend. Nein, nein. Ich war neulich auch mal 3 Tage allein zu Hause, Frau Mischnick. Als meine Eltern nach München zu einer Hochzeit mussten. Mami hat vorgekocht. Du sitzt auch nicht im Rollstuhl, Ravi. Jetzt geht das wieder los. Du sagst doch selbst, ich soll mich nicht unterkriegen lassen, weil ich meine Beine nicht bewegen kann. Stimmt schon. Trotzdem. Elea könnte doch bei uns wohnen. Entschuldige, Ravi, aber eure Wohnung ist ziemlich vollgestellt, da mit dem Rollstuhl durchzukommen. Unten ist kein Wechselgeld in der Kasse, Lissy. Na, ihr zwei? Hier duftet es wieder nach den Schätzen Indiens. Take away, was? Sie will nicht zur Buchmesse. Meinetwegen. Deine Tante? Und was wäre, wenn ich jeden Tag käme? Ich könnte dir Frühstück machen, dich zum Mittagessen ausführen und mich um den Laden kümmern. Das würden Sie tun, Herr Kopnick? Opikopi? Opikopi ist bestimmt sehr zuverlässig. Gerade jetzt räumt da unten garantiert jemand den Buchladen aus. Oder wer passt da auf? Donnerlütchen. Nein, nein. Da unten wartet nur Pfarrer Berghammer auf sein Wechselgeld. Der klaut bestimmt nichts. Hier ist das Kleingeld. Ist das ein ernst gemeintes Angebot, Opikopi? Das mit dem Laden und Elea? So wahr ich Otto Kopnick heiße und bei keinem Friedensmarsch seit 1968 gefehlt habe.
Elea strahlt übers ganze Gesicht und zwinkert Ravi zu. 4 Tage allein zu Haus. Na, fast allein. Bestimmt findet Opi Kopi nicht, dass Elea an einem Freitagabend um 10 ins Bett muss. Ein paar Gedanken macht Elea sich natürlich, wie sie Ezechiel vor Opi Kopi verstecken soll. Denn außer Schuldirektor Quirin Bartels, der immer Ezechiels Eulenstaub hinterherjagt, weil er dieses Wundermittel unbedingt haben will, wissen nur Ravi und Tante Lissi von der Existenz der arambolischen Tröstereule. 2 Tage später fährt Opi Kopi dann Tante Lissi in ihrem Auto zum Bahnhof. Und Ravi stürzt aufgeregt in Eleas Wohnung. Ich hab Kinokartengeschenk gekriegt. Für einen irren Film. Der ist auf Hindi mit englischen Untertiteln. Um 8 geht's los. Da verstehe ich doch kein Wort. Ach, macht nichts. Da singen sie auch die neuesten Hits aus Indien. Der Film dauert 3 Stunden. Sally Bogus, Ezechiel auch mit. Schon flatterwegs, Arambachuli. Nein, Ezechiel kommt nicht in Frage. Du passt auf die Wohnung auf. Wir müssen Opi Kopi eine Message texten, sonst trifft ihn der Schlag, wenn er kommt und wir sind weg. Jake, Tai? Und wenn ihr im Kino schlubuchzt und abdreht, wer soll euch trösten, Prinzessin Elea Iluanda? Ravi zum Beispiel. Impossibile. Prinz Ravi ist doch kein Tröster. Ruhe, Zechi. Ich zieh mich jetzt um und Ravi bringt dich in dein Trösterbett. Während Ravi mit dem beleidigten Ezechiel in Eleas Zimmer verschwindet, macht die sich im Badezimmer hübsch fürs Kino. Und weil sie schon dabei ist, wäscht sie schnell noch im Waschbecken ihr T-Shirt. Und Tante Lissis blauen Lieblingskaschmirpullover weicht sie auch noch ein. Der darf nicht in die Waschmaschine. Da klingelt das Telefon. Komm ja schon. Mist, meine Hände sind noch nass. Mischnick? Tante Lissi, bist du im Zug? Ja, alles in Ordnung. Nein, Opi Kopi ist noch nicht da. Nein. Ja, Tante Lissi, mach dir keine Sorgen. Tschüss. Bist du soweit? Es ist schon 7:30. Opi Kopi hat zurückgesimst. Kino okay, hat er geschrieben. Ich hol schon mal den Aufzug. Opi Kopi ist echt schwer in Ordnung. Wo ist denn mein Rucksack? Ah, da. Du hast dir Lippenstift draufgetan? Ach, ist nur so ein getönter Fettstift. Hübsch sieht Elea aus. Wirklich. Hey, Elea, was sind denn das für blaue Pulverspuren auf deinem Rucksack? Hallo? Nein. Sie bemerkt das Pulver nicht, so aufgeregt ist sie. Hat sich die kleine Tröstereule doch glatt in den Rucksack geschmuggelt. Nun geht's gemeinsam im Aufzug hinunter. Aber was ist denn das für ein Geräusch? Hört sich an wie Wasserplätschern. Na, vielleicht läuft nur irgendwo eine Toilette. Keine schlechte Idee, ins Kino zu gehen. Tja, dann mal los. Ist der Shah Rukh Khan nicht ein toller Typ? Mir ist er ein bisschen zu gelackt. Oh, finde ich nicht. Hier, willst du noch etwas Popcorn? Nee, danke. Ich habe noch einen Schokoriegel in meinem Rucksack. Mann, tanzen die nicht irre? Super. Wenn ich meine Beine bewegen könnte, würde ich auch gerne so tanzen. Nein, nein, nein. Was ist denn? Hab Laus und Bluderpudding. Lasst meinen Schmackofen los oder wollt ihr mich verumbringen? Ezechiel, was machst du hier? Tragico, tragico. Gleich knuffeln und schmabatzen, die Prinzessin. Woi, woi. Bestimmt nicht. In indischen Filmen wird nicht geküsst. Das hätte sich Elea denken können, dass Ezechiel nicht einfach brav zu Hause bleibt. Aber hätte er es doch nur getan, dann würde Elea, Ravi und Opi Kopi eine Menge Ärger erspart bleiben. Opi Kopi sitzt übrigens mit Tante Lissis Auto außerhalb der Stadtgrenze ohne Sprit fest. Das wird eine Weile dauern, bis er den Kanister füllen kann. Zur gleichen Zeit klingelt jemand an der Tür der Mischnicks. Schuldirektor Quirin Bartels. Was will der denn? Wahrscheinlich unter einem Vorwand nach einer gewissen Eule herumschnüffeln. Hallo! Hallo! Sieh da! Da ist keiner zu Hause! Um diese Zeit sind Mischnicks immer da. Heute nicht! Die junge Frau ist verreist. Hab sie mit einem Koffer wegfahren sehen. Und die Kleine im Rollstuhl ist mit dem Inder weg. Sie haben nicht zufällig diese Eule gesehen? Keule? Was für eine Keule?
Wollen Sie mir drohen? Psst! Sehen Sie das nicht? Was für ein Gericht? Da läuft Wasser. Es kommt schon unter der Tür durch. Haben Sie ein Telefon? Wir müssen die Feuerwehr anrufen. Wo ist denn hier der Hauptfahren? Hä? Was für eine Bahn? Ach, Bahn! Himmel! Die Feuerwehr! Inzwischen läuft das Wasser immer schneller unter der Tür durch. Elea hat vergessen, den Wasserhahn abzudrehen. Ich darf mir gar nicht vorstellen, wie es unten in der Buchhandlung aussieht. Endlich findet Professor Bartels mit Hilfe der Nachbarin im Keller den Hauptwasserhahn. Aber da kommt auch schon die Feuerwehr. Und wenig später Opi Kopi. Donnerlütchen, was ist denn los? Wieso hängen Sie hier rum, Bartels? Haben Sie das Ganze unter Wasser gesetzt? Was erlauben Sie sich, Sie spätalternativer Waldschrat? Ich habe das Schlimmste verhindert. Tja, Herrschaften, das hier ist nichts für die Feuerwehr. So ein Wasserschaden ist ein Fall für die Versicherung. Also dann. Waldschrat? Dass ein gelehrter Bücherwurm wie Sie solche Worte in den Mund nimmt. Was haben Sie überhaupt hier zu suchen, so spät abends? Verdammt, hoffentlich sind die Bücher nicht völlig durchgeweicht. Und Sie? Wieso brechen Sie hier ein, Kopnik? Ich bin die Vertretung Ihrer angebeteten Lissy Mischnick. Ich verbitte mir diesen Ton. Aber die Lissy, werter Bartels, pfeift Ihnen was. Sie sind gar nicht Ihr Typ. Sie ist in Frankfurt auf der Buchmesse. Und die Eule? Ich meine... Wenn Sie Elea meinen, die ist mit ihrem Lieblingsschüler Ravi Rajagopala im Kino. Was mache ich denn jetzt? Frau Mischnick wird mich verantwortlich machen. Ich wäre ja auch längst hier gewesen, hätte ich mehr Benzin im Tank gehabt. Na dann noch einen schönen guten Abend, lieber Herr Kopnik. Also irgendjemand muss jetzt Elea Bescheid geben. Und Ravi. Dringend. Hey, ihr müsst schnell mal zur Buchhandlung zurückkommen. Hallo. Ach, zu dumm. Ich vergesse immer, dass sie mich nicht bemerken können. So einen tollen Wasserfall habe ich noch nie gesehen. Das ist irgendwo im Himalaya gedreht. Wasser! Oh je! Jay, Wasser! Was sie bumm schreit mir so, Prinzessin Elea? Ich habe vergessen, den Wasserhahn am Waschbecken zuzudrehen. Ich muss sofort heim. Ach du Schande. Dann aber los. Theo, habt ihr Sublibus verblasen, das Wasser abzutörnen? In den Rucksack mit dir. Und kein Mucks, Ezechiel. Ich will nicht, dass dich jemand sieht. So schnell sind die Räder von Eleas Rollstuhl schon lange nicht mehr über das holprige Kopfsteinpflaster von Altenberg gerattert. Ravi kann kaum mithalten. Als sie endlich an der vierten Welt ankommen, steht die Tür zum Buchladen sperrangelweit offen. Und Opi Kopi wartet barfuß zwischen den Buchregalen herum, in denen das Wasser ein paar Zentimeter hoch steht. Unter einer Laterne an der Straßenecke steht Quirin Bartels mit seinem Feldstecher und spitzelt. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. So ein Mist. Das Wasser ist durch die Decke gelaufen. Gut, dass ihr da seid. Irgendwo in der Wohnung muss ein Wasserrohr gebrochen sein. Oder dieser Quirin Bartels hat seine Finger im Spiel. Dem traue ich alles zu. Es ist meine Schuld. Unsinn, nein, nein. Diese alten Fachwerkhäuser. Wenn da ein Rohr platzt, sickert gleich alles durch. Aber das zahlt bestimmt die Versicherung. Ich glaube, wir haben im Moment gar keine. Wie bringen wir das nur Tante Lissy bei? Schonend, würde ich sagen. Manu, so ein Hammer. Tröste ihn, Ezechiel ist da. Wie? Witzig, wirklich, du Bauchredner. Jetzt reimst du sogar, Ravi. Pack lieber mit an. Wir müssen die Reisebücher aus dem unteren Regal auf den Tisch packen. Es ist kein kaputtes Rohr, Opi-Kopi. Ich habe Tante Lissys Pullover ins Waschbecken gelegt, den Hahn aufgedreht, dann hat das Telefon geklingelt und Ravi hat gesagt, wir müssten los. Bin ich jetzt vielleicht schuld? Aber nein, ich erzähl doch nur, wie es war. Und außerdem ist Tante Lissy nicht versichert. Nicht gegen sowas. Hast du nicht ein bisschen Geld auf der Bank, Elea? So weit kommt's noch, dass Elea ihr kleines Erbteil anrührt. Nein, nein. Da muss es doch eine andere Lösung geben. Wenn Ezechiel Ditschtoblonibums älter wäre, könnte er Instantaneo mit dem Universato Tutto Problemo solvieren. Also, da spricht doch einer. Das warst jetzt nicht du, Ravi. Ezechiel, bist du still? Ezechiel? Wer ist Ezechiel? Wo? Wie? Hier, Kopi. Bin die super-duperste Trösteräule der Welt. Ahambachule. Das ist er. Komm raus, du zerzauselter Nachtvogel. Opi-Kopi können wir dich nicht ewig verstecken. Eine Eule? In Sonnenblumenblau?
Sowas gibt's doch höchstens im Spielwarenladen. Sonnenblumen sind doch nicht blau. Und einen Turnschuh-Opa gibt's nur im Museum. Wie bitte? Na ja, köstlich, der Kleine. Wo habt ihr denn den her? Nun bleibt Elea nichts anderes übrig, als Opikopi zu erzählen, wie sie in den unterirdischen Gängen unter Altenberg nach Arambolien gelangt ist. Dorthin, wo ihre verstorbenen Eltern ihr zum Trost Ezechiel geschenkt haben. Ezechiel, die kleine Tröstereule. Opikopi will es erst nicht glauben. Aber hat er eine Wahl? Zweifelsfrei sitzt vor ihm eine sprechende Eule, die aufgeregt mit den Flügeln winkt und den Kopf schüttelt. Wie ist das also nochmal mit diesem Universator Ezechiel? Sator kriegt jeder Tröster mit Cinto Doppelditch Sepp Globoroti. Bin erst Cinto Doppelditch Sixt JJ. Bist du wirklich schon 126 Jahre alt? Woi, woi. Und was kann dieser Universator? Och, in Tempum herumflügeln, Knopf-Toto-Schlauigkeiten vom Universum. Du meinst, man könnte in der Zeit herumreißen? Ist das sowas wie eine Zeitmaschine? Woi, woi und nop, nop. Wenn man diesen Universator hätte, dann könnte man also die Zeit zurückdrehen. Wenigstens ein bisschen bis vorm Kino. Also Kinder, ich hab ja auch viel Fantasie. Hab mir schon alles Mögliche zurechtgesponnen. Aber wir sind doch hier nicht auf dem Holodeck. Und den Universator kriegst du nächstes Jahr? Nach Tröster-Praktikprüfung. Dann ist die Zechiel komplett die Kiddings-Tröster. JJ. Wenn man sich den Universator aber vorher schon irgendwie ausleihen könnte, dann... Genau. Und ihn dann wieder zurückbringt. Impossibile. Die Universators sind eingeschrankt. Darf Nullo in die Schmaguffel kriegen. Unibum hat der böse Kiribati gebitzt. Kiribati? Ist das nicht eine Insel? Der böse Kiribati ist der Spitzbösbub von Arambolien. Aramba. Arambolia haben Panikum, dass er Universator-Sekretibum rauslöffelt. JJ. Dass er das Geheimnis rauskriegt? Was für ein Geheimnis? Weiß Tröster nicht, ist Gigantosekretibum. Wird nach Prüfung jedem Tröster geflüstert. JJ. Wenn wir den Universator von diesem Kiribati hätten, wir würden schon rauskriegen, wie man den bedient. Ezechiel, wir müssen nach Arambolien. Kommt, los! Aber wo wollt ihr jetzt hin? Und was wird mit unserem Wasserschaden? Seit wann kann man das Regal denn zur Seite schieben? Nullo Knoffi, ob das prima Kopfidee von Prinzessin Elea ist? Nop, nop. Ezechiel labert die Schmaguffel in Unschuldwasser. Ich habe keine andere Wahl, Ezechiel. Wir müssen es versuchen. Oh Mist, an die antiquarischen Bücher im Keller darf ich gar nicht denken. Die sind garantiert klitschnass. Und so machen sich Elea, Ravi und Ezechiel auf den Weg durch die unterirdischen Gänge von Altenberg. Aber dass Opikopi auch mitgeht? Nach Arambolien dürfen doch nur Kiddingse, Kinder. Unglaublich. Ich habe von den Höhlen aus diesen geheimen Eingang in die Buchhandlung noch nie gefunden. Gut getarnt, nicht wahr? Wo sind wir hier? Ich kenne nur das äußere Labyrinth und den Saal mit den Tropfsteinen. Dann wirst du heute den Tröster-Eulensaal kennenlernen, Opikopi. Und den Eulensee. Da lang. Man sieht, dass Elea und Ravi diese Tour nicht zum ersten Mal machen. Und Ezechiel flattert voran durch das Labyrinth. Also ich würde hier alleine niemals wieder herausfinden. Wie kommt es eigentlich, dass jetzt kein Eulenstaub aus Ezechiels Gefieder fällt, während er flattert? Rätselhaft. Hey, was ist das? Still! Ich hab was gehört. Ach komm, da ist nichts. Rapidum quick, so Herrin Elea. JJ. War sicher nur eine Fledermaus. Die vermehren sich schlimmer als die Karnickel, die kleinen Vampire. Wo sind wir hier bloß? Gleich kommt der Kristallsee, Opikopi. Das ist ja... Donnerlittchen. Prinz Ravi Ratschput turnt das Wasserrad. Salibogus. Das dreht sich so schwer. Jetzt. Wenn das oben in der Buchhandlung auch so leicht ginge. Eine Absperrung öffnen und das Wasser gluckert einfach weg. Wenn ich nicht wüsste, dass ich nur einen Tofu-Burger im Magen habe, würde ich denken, ich träume. Wir sind hoffentlich bald zurück, Opikopi. Wovon sprichst du? Wo wollt ihr hin? Was sind denn das für Türme? Donnerlittchen. Das ist also der Eulensaal.
Und ich dachte, den gibt's nur im Altenberger Sagenbuch. Dachte, das sind lauter Luftschlösser. Opi-Kopi traut seinen Augen nicht. Der Tröster-Eulensaal auf dem Grund des trockengelegten Eulensees ist wirklich grandios. Auf Podesten stehen überlebensgroße steinerne Eulen. Auch auf dem Boden sind Reste von Eulenstatuen. Die müssen schon seit Hunderten von Jahren vor sich hin bröseln. Ehrfürchtig geht Otto Kopnik von einer Eule zur nächsten. Und Ezechiel? Der plustert sich auf und beginnt sich direkt neben Elea und Ravi zu schütteln, dass den beiden der blaue Eulenstaub nur so um die Ohren fliegt. Luftschlösser? Wie sieht eigentlich ein Luftschloss aus? Puschel, 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 puschel. Unitub-Trepp und wir sind weg. Armatschulli! Ah! Urplötzlich hat sich ein mächtiger Wind erhoben. So mächtig, dass Opi-Kopi auf seinem Hinterteil landet. Verwirrt schaut er sich um. Nur noch der leere Rollstuhl ist im Eulensaal zurückgeblieben. Neben einem Spalt in der Erde, durch den die Kinder verschwunden sind. Puh, das war fast ein Tornado. Sind das Wolken? Wo sind wir? Diese Wände, die fühlen sich an wie Watte. Vorbilde in Bolien kann Klauberklos mir holen. Arambolien ist nullum gleich, Herrin Elea. Hab Luftschloss gekrächzt, Luftschloss ist da. Arambatschuli, Jay. Verstehe. Man sieht immer das, was man zuletzt gesagt hat, wenn du dich schüttelst. Clarifari, Totologo. Also, unglaublich. Elea und Ravi befinden sich in einem richtigen Schloss. Nicht so ganz ein richtiges Schloss ist. Oder haben richtige Schlösser etwa Mauern aus Watte? Oder aus Wolken? Muss mal anfassen. Ist einfach Luft. Und wenn man sich dagegen lehnt, fällt man nicht weit. Ravi läuft auf dem wackeligen Luftboden zu einem Fenster. Elea, komm her, das musst du dir anschauen. Hey, wo ist dein Rollstuhl? Prinzessin Elea Iluanda braucht in Arambolien doch Nullo-Rollton, Prinz Ravi Rajput Aramba. Ach, richtig, hatte ich vergessen. Guck mal, da unten, da ist ein See aus lauter rosa Kugeln. Wow, sind das Pferde da drüben? Nee, blaue Einhörner, wie süß. Herrin, Ezechiel will ins Cucinarium, sonst sind die Klauberklöße Fucicato, Unituptrepp. Hey, weg ist er. Sieh mal, Ravi, da hinten, der Typ da, in diesem langen Mantel. Sieht aus wie ein Zaubermantel. Sonne, Mond, Sterne, der kommt mir überhaupt bekannt vor. Das ist doch Quirin Bartels? Der kann doch nicht in Arambolien sein. Nein, das muss dieser Kiribati sein, von dem Ezechiel erzählt hat. Aber die könnten glatt Brüder sein. Dann sind wir genau im richtigen Moment gekommen. Guck, wie der schnüffelt. Er riecht was. Klauberklöße. Da kommen hier so viele Leute. Das sind Arambolier. Mit Eulen auf der Schulter. Irgendwie sind sie alle ein bisschen... durchsichtig, nicht? Aber nicht wie Gespenster. Irgendwie nett durchsichtig. So unscharf. Genau so waren meine Eltern auch. Ob ich Mama und Papa heute hier wiedersehe? Wenn das da unten wirklich der Kiribati ist, der diesen Universator hat, sollten wir uns beeilen. Okay. Ich glaube, die gehen alle ins Cucinarium, um sich ihre Klauberklos-Ration abzuholen. Verstehe ich nicht. Die wir mal nach Ezechiels Rezept gekocht haben, schmecken wie Pappe. Wo ist denn der Ausgang? Hier ist keiner. Mist. Wir müssen ihn uns wahrscheinlich nur wünschen. Also, ich stell mir eine Treppe vor, nach unten. Eine Wendeltreppe. Ja, da ist sie schon. Los, komm. Wie ein Wirbelwind rast Elea die Wendeltreppe hinunter in den Hof des Schlosses und Ravi hinterher. Von allen Seiten streben die Bewohner Aramboliens mit ihren Hauseulen auf den Schultern in Richtung Cucinarium. Klauberklöße für alle steht auf einer Leuchttafel. Lustig. Obwohl die Arambolier mittelalterliche Kleidung tragen, lange Kleider und Mäntel, gibt es elektronische Anzeigetafeln. Da kennt sich einer aus. Oder ist das bloß so, weil ich es mir so vorstelle? Naja,
Wie dem auch sei. Niemand achtet auf Elea und Ravi, als sie den Hof überqueren und in die Richtung laufen, aus der der böse Kiribati eben gekommen ist. Ezechiel fliegt hinterher. Frommel die Klauberklöße! Klauberklöße vor Toti! Wei, wei, auf vor Tröstereulen! Cum salsa arangolica? Countem ne trep, Cucinaro! Vor jeden Uniklos! Ist auch für andere Schmatzibum delicatus. Quantibum Eulers kostet das. Am Frobbeldi garantiert Gratibum hier. Aus meinem Weg, Wichtelin. Schmarguffelt mir Trepp Klauberklöße. Cucinaro. Nullum für den bösen Kiribati. Der Sator-Pizza Aramba. Schnabel still, Tröster. Sonst dreh ich dir die Schmarguffel auf die Backseite. Blaue Luftratte. Grömel. Ezechiel zu kriegen, muss Kiribati fliegen. Aramba, Chuli. Na warte, Luftgeziefer. Grömel, Grömel. Verstehe. Sehr schlau. Ezechiel lenkt Kiribati ab. Der folgt nun dem wild um sich flatternden Tröster den Hügel hinunter, während Elea und Ravi vor einem windschiefen Haus ankommen. Mann, ich hab schon Seitenstechen. Stellst du dir so das Haus vom bösen Kiribati vor? Ach, genau so, nicht anders. Und jetzt stelle ich mir vor, dass die Türe offen ist. Und schon ist sie es. Los, wir müssen uns beeilen. Wir könnten uns den Universator doch auch vorstellen. Ach, habe ich schon versucht. Klappt irgendwie nicht. Hoffentlich finden wir ihn schnell. Das hoffe ich allerdings auch. Denn schon kehrt der böse Kiribati um. So schnell wie eine Tröstereule kann er nicht fliegen. Na, eigentlich kann er gar nicht fliegen. Moment. Also, wo soll ich jetzt hinschauen? Was ist da oben im Tröstereulensaal unter Altenberg los? Da kommt einer um die Ecke. Quirin Bartels. Er ist den Kindern und Opi-Kopi hinterhergeschlichen. Donnerlütchen, Herr Professor Bartels. Ein wenig Höhlenforschung vor Mitternacht. Huch, was machen Sie zu dieser nachtschlafenden Zeit hier, Kopnik? Das kann ich Sie mit demselben Recht fragen. Sie haben nicht zufällig gesehen, wohin die kleine Mischnik und ihr Freund verschwunden sind? Mischnik? Sie meinen Elea Mischnik? Wen denn sonst? Es wäre möglich, dass sich ein Tier bei sich hat. Ein blaues, geflügeltes, staubiges... Das wäre mir aber aufgefallen, wenn hier jemand eine Eule mit sich rumgeschleppt hätte. Ha! Woher wissen Sie, dass ich von einer Eule rede? Eule? Wer hat hier Eule gesagt? Sie haben Eule gesagt. Hab ich nicht. Warum hüpfen Sie überhaupt hier zwischen den Steineulen rum wie ein wild gewordener Pfau? Ha, genau. Steineulen. Einfach nur Steineulen gibt es hier. Kommt, Nick. Kommen Sie auf der Stelle her. Das könnte Ihnen so passen, Professor Bartels. Ich bin nicht einer Ihrer Schüler, die Sie rumkommandieren können. Wäre ja noch schöner. Also, das ist ja... Da rennen zwei nicht mehr ganz taufrische Herren zwischen den Steineulentrümmern herum und diskutieren. Ich finde das ein wenig kindisch. Aber wahrscheinlich will Opi-Kopi Quirin Bartels von der Stelle weglocken, an der die Kinder nach Arambolien abgetaucht sind. Halt! Nicht so schnell! Quirin Bartels ist über eine herumliegende Säule gestiegen. Die ist plötzlich in Bewegung geraten und nun rollt sie genau über den Felsspalt, aus dem Elea, Ravi und Ezechiel wieder auftauchen sollten. Was war das? Nicht, nur eine dieser Säulen. Meine Schuhe, meine schönen Schuhe. Räumen Sie auf der Stelle die Säule weg, Professor Bartels. Warum sollte ich? Die liegt dort ebenso gut wie woanders. Nein, tut sie nicht. Der Platz unter der Totemeule muss frei bleiben. Ach. Und warum? Jetzt ist keine Zeit für Scherze und dumme Spielereien, weil die Kinder durch diesen Spalt wieder zurückkehren werden. Kinder? Welche Kinder? Haben Sie nicht eben geleugnet, hier jemals Kinder gesehen zu haben? Hab ich nicht. Das haben Sie wohl. Aber wenn die Kinder da hinunter verschwunden sind, dann könnte man ihnen ja ein Stückchen entgegengehen, nicht? Und ihnen die lästige kleine Eule aus der Hand nehmen. Wem gehört übrigens dieser Rollstuhl hier? Reden Sie keinen Unsinn. Helfen Sie mir lieber, die Säule wegzuholen. Na gut, weil Sie es sind. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und ich bin aus dem Training. Das Ding rührt sich nicht. Kein Millimeter. Das könnte ja ein Problem für Elea und Ezechiel werden, oder nicht? Bin gespannt, ob die Tröstereule helfen kann.
Aber jetzt erstmal schnell zurück zu Elea und Ravi. Ach, hier ist nichts. Und in der Truhe auch nicht. Ganz schönes Chaos hat er hier, der Kiribati. Der bräuchte eine Tante Lissy. Die würde ihm schon sagen, wie man aufräumt. Ja, oder meine Mom. Mensch, wir haben überall nachgeguckt. Wenn dieser Universator wirklich so wertvoll ist, trägt er ihn vielleicht bei sich. Falls er keine Angst hat, das Ding zu verlieren. Wenn ich so ein Wundergerät besäße, würde ich mich zu Hause einsperren, bis ich wüsste, wie es funktioniert. Und dann die Welt übernehmen. Du würdest eher den ganzen Tag Musik hören und im Bett bleiben. Im Bett? Im Bett? Da haben wir noch nicht gesucht. Heb mal die Matratze hoch. Ganz schön schwer. Da ist was. Ich hab ihn. Das muss der Universator sein. Sieht aus wie ein großes Handy. Es kommt jemand. Schnell raus! Wo denn? Es gibt keine Fenster. Wir stellen uns eins vor. Und offen ist es auch. Da, bitte. Während Elea und Ravi eilig aus dem Fenster steigen, naht der böse Kiribati, verfolgt von Ezechiel, der noch immer versucht, ihn von seinem Haus fernzuhalten. Aber ich bezweifle, dass ihm das gelingen wird. Der Kiribati floppt schon aus, hat Panikum vor Tröstermaus. Lass mich in Stillung, Trösterratte. Verguffel dich, Grömel. Hobelhonk, Prinzessin Elea, zum Luftschloss. Wir haben ihn. Wir haben den Universator, Ezechiel. Los, auf die Treppe. Stollipop, stehen bleiben. Der Kiribati hat uns gleich. Nicht, wenn wir uns vorstellen, dass wir im Tröstersaal sind. Es klappt nicht. Oben im Tröstersaal muss was blockiert sein. Mist! Los, hier um die Ecke. Wir müssen uns ein Versteck vorstellen. Ein Schrank. Okay, ja, los. Und hinein. Geschafft. Und Licht. Ezechiel ist noch draußen. Ezechiel hat vor Schrank fort, Juli. Wenn wir diesen Universator bloß zum Arbeiten kriegen. Da ist eine Klappe. Und das da drunter sieht aus wie ein Trichter. Vielleicht muss da eine Batterie hinein. Eine Batterie, die wie ein Trichter geformt ist, gibt es nicht. Aus dem Weg, Tröster! Nimm die Schmarguffel aus meinem Visaggio! Öffne die Schrankpforte! Kiribati, bin flatterwegs in deine Duckaugen! Ich hab's! In diesen Trichter, da muss Pulver rein! Was für Pulver? Eulenpulver! Eulenstaub von Ezechiel natürlich! Das wäre das Logischste von der Welt! Ravi lockert schnell ein Brett an der Decke des Schrankes, durch das Ezechiel hereinfliegt. Der schüttelt sich kurz. Gerade lang genug für einen Fingernagel voller Eulenstaub. Während der böse Kiribati wie wild an den Schrank trommelt und den Universator wiederhaben will, füllt Elea den kleinen Trichter, schließt die Klappe. Und der Universator fängt an zu blinken und zu piepen. Sator lebt! Viva! Viva! Und jetzt? Wir stellen uns nochmal den Eulensaal vor. Guck, auf dem Universator ist ein Bild. Da ist ja Quirin Bartels und Obikopi. Und eine dicke Säule. Wir dürfen keine Minuboten verlieren. Der Sator ist nur auf Quadrorarien geeicht. Das heißt? Auf 4 Stunden. Und die begannen, als ich den Wasserhahn nicht abgestellt habe. Verstehe. Jetzt sind schon fast 3/4 vergangen. Wir haben nur noch eine Viertelstunde Zeit. Aufmachen! Aufmachen! Nunkelsäule, nullo problemo. Rapido und Quickso. Wuschel, puschel, wuschel, puschel. Rudi, Tup, Trepp. Und wir sind weg. Wie soll das denn funktionieren? Das ist ja wie Zauberei. Die tonnenschwere Säule im Eulensaal ist plötzlich schwerelos. Sie richtet sich auf und... Oh! Oh, das war meine Nase. Mir ist die Säule auf die Nase geknallt. Kopnik, das ist Ihre Schuld. Kinder, ein Glück. Ich habe schon gedacht, ihr müsst da unten verhungern. Hätte deiner Tante nie wieder in die Augen sehen können, Elea. Was machen Sie denn hier, Professor Bartels? Ich bin nur... Der böse Kiribati. Husch, husch, weg mit dir. Ah, da ist ja eure niedliche kleine Eule. Kann ich vielleicht ein klein wenig von dem Eulenstaub? Aramatschulé, kannst du! Wuschel, puschel, wuschel, puschel! So hat Quirin Bartels sich das nicht vorgestellt. Der Staub, den Ezechiel jetzt aus seinen Federn schüttelt, ist nicht blau, sondern mausgrau und bringt den Schuldirektor und Hobbyerfinder nur zum Niesen.
Jetzt läuft Opi Kopi, Elea, die wieder in ihrem Rollstuhl sitzt, Ravi und Ezechiel hinterher. Die scheinen es furchtbar eilig zu haben. Hey, wartet! Wartet! Wir können nicht warten, Opi Kopi! Beeil dich! Wir müssen Zeit turnen! Uns bleiben nur noch dicht Minuboten! Heißt das? Wenn wir nicht gleich ankommen, kann Ezechiel die Zeit mit dem Universator nicht mehr zurückdrehen. Und dann wird das alles wirklich passiert sein mit der Überschwemmung im Buchladen. Wie viel Zeit haben wir noch, Ezechiel? Monumentum! Auf den Sator guckeln! Treppmedia Minuboten! Nur noch 3,5 Minuten? Wir müssen bis ins Badezimmer! Da vorne ist schon der Eingang zur Buchhandlung. Ich hab Seitenstechen. So gejoggt bin ich schon seit 1987 beim New York Marathon nicht mehr. Hoffentlich bleibt der Aufzug nicht stecken. Tut er nicht. Nicht mal denken sowas. Nein, nicht jetzt, bitte. Opi Kopi, du hast dich gegen den Stoppknopf gelehnt. Entschuldigung. Wie viel noch? Tupminuboten. Schnell ins Bad. Herrin Elea, reicht eurer Tröster-Eule den Universator. Uni-Quäntchen-Eulopulver mit Schmackuffel-Rings-Botono, Treppazul-Blau-Pressionieren, zurück Pfeili-Bum bis Ditsch-Otto-Fur-Sepp, Zalli-Bogus. Auf 18 vor 7? Genau, so müsste es klappen, wenn es klappt. Zalli-Bogus, JJ! Da, das sind ja lauter blaue Blitze. Sind wir zu schnell gefahren? Ja. Kitzelt. Das zischt ja durch meinen Rollstuhl. Und meine Sohlen qualmen. Ezechiel Schmaguffelkohl. Arambachule. Es zioniert. Also dieser blaue Staub überall. Ich weiß ja nicht, ob der gut für die Lungen ist. Puh. Was ist los? Was ist passiert? Irgendwie kommt mir gerade alles so bekannt vor. Als hätte ich das schon mal gesehen. Schon mal gehört? Ja. Wo ist Opi Kopi hin? Elea, bist du bald fertig? Komm ja schon. Mist, meine Hände sind noch ganz nass. Mischnick? Ah, Tante Lissy, bist du im Zug? Ja, alles in Ordnung. Nein, Opi Kopi ist noch nicht da. Nein. Ah, ja, Tante Lissy, mach dir keine Sorgen. Tschüss. Bist du soweit? Es ist schon 7:30. Opi Kopi hat zurückgesimst. Kino okay, hat er geschrieben. Ich hol schon mal den Aufzug. Moment, ich muss nur noch das Wasser im Badezimmer abdrehen. Sonst läuft noch das Waschbecken über. Und das gäbe ja eine Katastrophe. Ja, allerdings. Ravi und Elea wollen nämlich ins Kino. Tante Lissy ist unterwegs zur Buchmesse. Und Ezechiel hat sich in Eleas Rucksack geschmuggelt, weil er nicht gerne alleine zu Hause bleibt. Tja. Noch am selben Abend kommt Opi Kopi und sieht nach, ob Elea auch im Bett ist, wo sie um Mitternacht schließlich hingehört. Der Film hat sehr lange gedauert. Und an den nächsten Tagen kommt Otto Kopnik morgens mit frischen Brötchen durch die Tür von Elea Mischnicks Wohnung, bevor er in die Buchhandlung geht, um Tante Lissy zu vertreten. Weg mit dir, Ezechiel! Ich will nicht, dass Opi Kopi dich sieht. Hat er schon, Herrin Elea. Hat bloß alles verblasen, der Kopi-Opi. Arambachuli. Wieso das denn? Was redest du wieder für wirres Zeug, Ezechiel? Dein Tee ist fertig, Elea. Komm schon. Bleib schön hier, Ezechiel. Hey, was ist das denn? Sieht fast aus wie ein Handy. Der Universator aus Arambolien, Herrin. Mit dem kann man die Zeit vertören. Schon gut. Was du für eine Fantasie hast. Das müssen wir eines Tages alles mal aufschreiben, Ezechiel. Komm her, du bist doch die liebste Tröster-Eule der Welt. In eurer Welt bin ich ja auch die Einzige. Aramba. Tante Lissy übrigens, die hat, als sie wiederkam, vom Wasserschaden natürlich nichts gemerkt. Logisch. Er ist ja gar nicht passiert. Oder doch? Wieso hat dann der Universator und Opi Kopi? Kennt er Ezechiel nun oder nicht? Weiß Elea, dass dieses Handy wirklich der Universator ist? Na, wir werden es ja erfahren. Jedenfalls ist auch diesmal wieder alles gut ausgegangen bei Elea Eluanda, der arambolischen Prinzessin, die gar nicht wirklich weiß, ob sie eine Prinzessin ist oder nicht. Und bei der Tröstereule Ezechiel. Na dann, bis zum nächsten Mal. Aramba und Julie!
Ezechiel. Eulen gehören zu den wenigen Tierarten, die es auf der ganzen Welt gibt, außer in der Antarktis. Wahrscheinlich frieren sie nicht so gern. Blaue Tröstereulen hingegen, wie Ezechiel eine ist, gibt es nur in Arambolien. Während eines magischen Rituals haben Eleas Eltern ihn ihr anvertraut. Seitdem ist er Eleas ganz persönlicher Tröster. Meistens macht er das mit dem Trösten auch ganz gut. Er denkt sich zum Beispiel immer wieder neue lustige Trösterlieder aus. Oder er knuddelt Elea. Oder er ist einfach er selbst. Das reicht häufig schon aus, damit Elea wieder fröhlich wird. Die kleine freche Eule ist neugierig, witzig und liebevoll. Ein bisschen tollpatschig und etwas vorlaut. Langweilig wird es mit ihr auf jeden Fall nie. Nachts schläft Zechi, wie Elea ihn liebevoll nennt, in einer Toneule in Eleas Zimmer. Tagsüber sind die beiden oft zusammen unterwegs. Zechi sitzt dann gern in der Rollstuhltasche. Die meisten Menschen in Altenberg wissen nicht, dass es ihn gibt. Und das soll auch so bleiben, findet Elea. Sollten ihn Fremde doch einmal sehen, versucht er schnell, sich nicht zu bewegen, damit man ihn für ein Stofftier hält. Das ist gar nicht so einfach für ihn. Er ist nämlich weder besonders gut im Still- noch im Schnabelhalten. Wie alle Tröstereulen trägt er in seinem Gefieder das blaue Eulenpulver, das viele magische Fähigkeiten besitzt und freigesetzt wird, wenn er sich wuschelpuschelt, also kräftig schüttelt. Aber dazu ein andermal mehr. Außerdem kennt Zechi sich hervorragend in Arambolien aus. Schließlich kommt er von dort. So kann er Elea und Ravi oft bei ihren vielen Abenteuern helfen. Manchmal wird allerdings auch eine Tröstereule traurig. Dann wird er getröstet. Von Elea und ihren Freunden. Mit einer Sache kann man Ezechiels Laune immer verbessern. Klauberklöße. Das ist seine absolute Lieblingsspeise. Damit wird dann selbst die trantümpeligste Tröstereule wieder fröhlich.